Diese Woche wäre noch in Basel Fasnacht gewesen. Wer? Weil ja aus bekannten Gründen nie eine Fasnacht stattgefunden hat. Weder in Basel, noch in Luzern, weder in St. Gallen, noch im Rintel. Fasnacht ist ja Nacht vor dem Fasten. Also die paar Tage, wo noch mal Gelegenheit ist, ausgelassen zu feiern, sich zu verkleiden, vielleicht noch mal auf den Putz zu hauen, bevor die Fastenzeit anfängt. In der Fasnacht geht es auch nicht unbedingt nur ums Fasten. Viele Brüche tun auch den Winter vertreiben. Zum Beispiel das Herisau beim Gideon Hosenstoss. Der, der sein Leckerli verschluckt hat, der wird am Funkensonntag auf dem Scheiterhaufen verbrennt. Oder die Röllelibutzer, die Altstädte, haben auf ihrem Hut viele bunte Blumen als Erinnerung, dass der Frühling anfängt. Doch heutzutage muss man mit der Fasnacht nicht mehr so viel Winter vertreiben. Weil erstens ist es recht gut geheizt bei uns, sodass wir den Winter gut verträgt. Zweitens sind auch die Winter nicht mehr gar so streng wie früher. Und drittens müssen wir in der Regel nicht mehr so Angst haben, dass die Vorräte langen. Und so haben wir eigentlich nur eine Ahnung von dem, wie es früher für die Leute gewesen sein muss, als der Frühling gekommen ist. Kälte überstanden. Es hat noch ein paar Herdöpfel im Keller vorig und man lebt noch. Und so ist es nur verständlich, dass damals wahrscheinlich die Lebensfreude etwa so ausgeschossen ist wie die ersten Schneeglöckli oder Krokus. Und diese Lebensfreude hat sich dann in der Fasnacht gezeigt. Wie gesagt, dieses Jahr hat keine Fasnacht stattfinden. Und vielleicht hätte man sie nötiger gehabt, denn je. Weil der Winter, der dauert ja fast schon seit dem letzten März. Und jetzt wissen wir es, was heisst, wenn die Kälte vorbei ist.